Reha Krishona präsentiert Telebar. Mit dem Film «Reise der Hoffnung» hat der Xavier Koller Hollywood beriert und einen Oscar gewonnen. Jetzt ist er bei mir zu Gast an der Telebar. Guten Abend. Herr Koller, wann haben Sie das letzte Mal Ihren Oscar in der Hand gehabt? In der Hand weiß ich gar nicht. Der steht bei mir im Büro. Ich lege ihn nicht so oft an. Der steht einfach dort und schaut mich an. Und ich schaue ihn ab und zu an. Das ist einfach ja, ein Teil von meiner Vergangenheit. Wird er dann auch mal abgestaubt? Oder wer macht ja, denn das? Ich tue ihn abstauben. Ah, doch, also, sehr vorsichtig, damit er nicht, sich schält. Wenn wir mal schauen, wir haben ein paar Bilder, ein paar Ausschnitte aus dem Film, den Sie den Oscar gewonnen haben vor 19 Jahren. Okay, wunderbar. Traurige Geschichte, trotzdem der Oscar gewonnen in Hollywood, wo ja eigentlich so eher so auf Happy End aus ist. Was hat der Oscar für Ihre Karriere bedeutet? Ja, einerseits eine Konfusion natürlich in mir selber und ein paar Chancen und die Einladung nach Amerika und dort ein paar Filme zu machen. Sie wohnen jetzt auch in Amerika. Kann man sagen, okay, selber sagen, also sicher viele Türen geöffnet, aber ist nicht auch irgendwo, je nachdem auch ein Fluch, auch Druck oder ein Anspruch, den man muss erfüllen muss? Ja, aber der Anspruch geht ja für sich selber. Es geht darum, dass man sich findet und ja, dass man sich zurechtfindet in der Umgebung. Und das ist ein langer Prozess. Wenn man in dem Alter, wo ich war, sich entwurzelt sozusagen und neu anfängt am neuen Ort, dann hat das seine Schwierigkeiten. Weil man muss ja die neue Kultur und die neue Geschäftskultur kennenlernen und die anderen nicht kennt. Mhm. Wie haben Sie es geschafft? Ja, mit viel teilweise Leiden, mit viel Freude, mit Leuten kennenlernen, mit denen reden. Man muss alles herausfinden. Schenkt einem niemand etwas. Man muss selber aktiv sein, man muss vorwärts gehen und nicht warten, bis jemand kommt. Fällt es Ihnen jetzt einfacher, Film in Amerika zu drehen oder dort zu arbeiten, als hier in der Schweiz? Ich habe jetzt lange keinen Film mehr gemacht. Ich habe vor ein paar Jahren einen Fernsehfilm gemacht. Nein, ich glaube, es ist kein Unterschied. Letztlich ist Die Arbeit selber tut sich nicht unterscheiden. Das Team ist grösser, aber der ganze Esprit, der dahinter steht, das sind auch volle Profis, wie es da viele gibt. Und das ist, die Atmosphäre ist sehr verwandt. Es ist einfach ein grösserer Apparat. Es sind zwar 30, sind es aber 250 Leute möglicherweise. Und das ist eine ganze Armee, die dann da rumreist. Es geht alles ein bisschen langsamer in dem Sinn. Aber man sagt doch immer, so, die Schweizer die sind so eher engstirnig und ängstlich und nicht so, denken nicht so an grosse Ideen. Und die Amerikaner sind die, die noch träumen können. Ja, die können sich das erlauben. Das ist natürlich eine Frage vom Budget auch. Und wenn man da sieht, dass ein Film nicht mehr als 2 bis 3 Millionen kosten darf, dann darf man auch nicht die grossen Ideen haben, die eben 20 oder 30 Millionen kosten. Das ist absolut unrealistisch. Und darum sind die Geschichten halt kleiner. Und es sind intimer, sind persönlicher, sind lokale Geschichten. Und das ist der Unterschied im Grunde genommen. Könnten Sie so einen Film wie «Reise der Hoffnung», der wirklich eine tragische, traurige Geschichte ist, die berührt, könnten Sie so einen Film in Amerika machen und Geld finden dazu? Ja, das wäre vielleicht ein bisschen schwieriger. Es wäre möglich, wenn Sie einen von den Stars dazu bringen, dass er das liebt, das Projekt, und der wird dafür einstehen, möglicherweise aber mitspielen, dann ist es möglich. Es gibt ja einige Filme, es gibt immer wieder Filme, die sehr kritisch und problematisch sind von der Themawahl her und nicht unbedingt die Aufsteller, nicht das Happy Ending hat, dass die werden gemacht, aber weil dann eben irgend bestimmte Leute sich engagieren dafür und dann die Geldgeber überzeugen oder selber Geld reinstecken, die haben ja genügend selber auch, um den Film zu machen. Sie sind jetzt extra von Kalifornien hierher nach Basel gekommen. Und zwar sind Sie in der Jury vom Filmfestival Gässli Film Festival. Genau. Warum machen Sie das? Ja, aus Leidenschaft für Film. Ich finde, ich habe den Chacun Gadufo, der so organisiert hat, schon das letzte Jahr. Den kenne ich seit vielen Jahren in Los Angeles. Er hat dort abgeschlossen als Produzent an der UCLA. Und so, und ich mag ihn als Person, weil er ist so ein der Wirbelwind, der sehr viel initiiert und das durchzieht. Und ich finde,
ob man jemanden der, der Chutzpah hat und der, der, der Drive hat, muss man das unterstützen, weil man muss so junge Leute, die eben wollen und können, da bin ich gerne dabei und tue sie unterstützen, wenn immer ich kann. Es war jetzt ein persönlicher Kontakt, den Sie hier nach Basel haben. Sind Sie sonst auch so zugänglich? Also kann man Ihnen anrufen oder sind Sie irgendwie? Ja, man kann schon nicht immer ab, aber man kann anrufen. Nein, es ist einfach, ich habe ja unterrichtet viel auch, also an diversen Universitäten in Amerika und habe da unterrichtet. Ich finde, wenn man sich das Wissen und die Erfahrung erschaffen hat, dank auch der ganzen Umstände, dann muss man es halt weitergeben, wenn man gefragt ist, dass man das machen kann. Ja. Und ich mache das gerne. Das Gässli Filmfestival, das ist vor allem auch von Jungfilmer. Was wollen Sie denn denen jetzt mitgeben, die hier mitmachen? Ja, was kann ich denen mitgeben? Ich weiß auch nicht, was ich denen kann mitgeben kann. Sie geben mir zuerst einmal etwas an ihre Filme offerieren. Wir haben die angeschaut. Und ich finde, dass jemand Film macht und sich ausprobiert und der Öffentlichkeit preisgibt und damit auch der Kritik aussetzt oder am Lob, das ist der erste Schritt. Und zum Glück ist es heute natürlich viel einfacher mit Video und der ganzen Technologie, die man daheim kann. Hat es also der ein oder andere Rohdiamant hier in Basel? Ja, möglicherweise. Ich war erstaunt, wie viel Talent da ist. Mhm. Und um das geht es eigentlich. Es ist auch eine Möglichkeit, natürlich Sie persönlich kennenzulernen. Ich nehme an, so Kontakte sind wertvoll, wenn man auch will, Karriere machen will. Haben Sie das auch so erlebt, also als Jungfilmer? Also, dass man eben auch über Kontakte dann eben auch am nächsten Jahr interessant wird? Ja, es hat noch ein bisschen weniger gegeben damals. Mhm. Weil dann, wir sind ja eben der sogenannte neue Schweizer Film, der junge Schweizer Film. Ich war der jüngste von den Jungen gewesen. Und dann, die Alten hat man eigentlich abgelehnt und gesagt, ja, was die können. Und heute ist es wahrscheinlich ähnlich, sagen die, ja, was die Alten sagen, was wollen jetzt die noch? Jetzt sind wir dran, oder? Und die Ablösung findet ja immer statt, permanent. Und damals ist eben, hat es den Kurt Früh gegeben und nicht viele andere in der deutschen Schweiz. Und es ist wenig gedreht worden, die Leute sind müde gewesen, haben immer die Filme gesehen. Und wir haben das Gefühl gehabt, wir werden jetzt die Welt erobern. Auch mit dem Film, der heute Abend läuft, dem Hannibal. Ja, haben das Gefühl gehabt, ja, jetzt geht's los. Ja. Und wir sind dann einfach furchtbar auf die Nase gefallen damit. Aber heute ist mal ausgegraben worden, nach 40 Jahren. Aber es ist einfach eine Erinnerung. Und da sind ein paar Leute da heute Abend, die dort mitgearbeitet haben. Und ich freue mich sehr, die das gesehen. Ja. Basel hat ja einen guten Bezug zu Hollywood über Arthur Cohn, der ja auch schon Oscar gewonnen hat. Ja, ganze Reihe, genau. Ja, haben Sie jetzt so in Hollywood selber, haben Sie da auch Kontakte zu ihm? Treffen Sie ihn nochmal? Nein, selten. Ich habe ihn schon getroffen, aber ich habe selten. Ich weiß auch nicht, er ist gerade rein, raus. Er kennt natürlich Katie und Gleti. Er hat einen Star, also einen Walk of Fame, hat er einen Stern bekommen und so. Und er ist gut, er hat das im Griff. Das ist der, den Sie dann als nächstes bekommen, hoffentlich. Ja, das tue ich jetzt nicht darauf spekulieren. Also ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihre nächsten Projekte. Und eben, wie gesagt, heute oben kann man einen Film schauen, nämlich Hannibal. Die Jugendsünde. Genau. Ja, okay. Und zwar beim Gerbergässli. Heute ab der Nacht, ab 7:30 gibt es noch einen Apéro, wo man noch etwas mitbekommt. Genau, ein bisschen Eis antrinken, damit man eine gute Laune hat. Also, merci vielmals fürs Gespräch. Bitte, gern geschehen. Gässli Festival, das geht noch bis zum 22. August. Und jetzt bei uns hier geht es gerade weiter mit dem Magazin Gesund TV. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wieder schauen. Telebar ist präsentiert worden von den Basler Privatspitalern.